Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin das Obis Muffix. Ja, Survivor müssen wir echt. Wir sind ja gerade in einem Lager der Battle Raiders. Und das ist ja echt nicht schön. Komm, scan. Weiß nicht, was er gescannt hat. Raider-Veteran. Der mit dem Jetpack, der nette Herr. Zum anderen, liebe Leute, beim letzten Mal, boah, da war es ziemlich interessant. Wir haben es hier auf die Spitze hier dieses Turmes geschafft. Wir haben die Aufgabe von unserem guten Roboter hier erledigt. Sind da noch irgendwelche Monster oder so? Nö. Ist da einer? Der war fies, Mann. Wer will, wer hat noch nicht genug? Zwei super Kampftrainer und ein starker wieder. Nee. Keine schöne Situation. Naja, wir haben zumindest hier einen Jedi hier gefunden, der vom Weg abgekommen ist. Ah. Komm, schieß nochmal der Kit ab. Ah, der ist schon down. Okay, sehr gut. Ah! Wie der sich bitte gedreht hat, Mann. Zack! Okay, wir haben noch ein Stimpack. Langsam wird's übel. Er hätte einfach gleich da hochhüpfen sollen. Aber die wahrscheinlich können die da auch hüpfen. Und nun möglicherweise einen Weg nach Teller gefunden. Wir haben gesehen, dass unser Schiff wieder aktiv ist. Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt. Darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Sehr schön. Da waren aber noch zwei super Kampftrainer irgendwo. Jo. Ich werde ihre Verteidigung durchbrechen. Na gut, die sind nicht so schwer. Okay. Da, Leute, Mann. Schlechte Abzweigung haben wir auf jeden Fall genommen. Eine ganz schlechte Abzweigung. Aber. Ah, und jetzt kann ich mich wahrscheinlich wieder auf die andere Seite warpen. Nö, ich kann mich nur nach unten warpen. Okay, ich dachte ehrlich gesagt nach oben. Zip. Los, Bettwache. So, da campt jemand. Ist es... Ah, ein Vöglein. Das werden wir aber jetzt nicht erkunden, Leute. Wir hätten so viel zu tun. Hier ist irgendwo ein Gerücht. Das könnten wir jetzt auch noch alles machen. Aber ey, Leute, Mann. Ich würde sagen, Oskimafix muss auch noch was machen. Ey, wir haben jetzt 20% erkundet. So, nee, wir haben jetzt genug gemacht. Ich finde, das war doch ganz erfolgreich. Diese eine Battle im Lager. Eigentlich komplett unnütz ausgeräuchert. Aber hey, liebe Leute. Why not? Und jetzt würde ich ehrlich gesagt ganz gerne einfach nur wieder heim. Du bist ein Freund von Grease, richtig? Ja. Falls er nach den 50 Kredits fragt, die ich ihm vielleicht schulde, sag ihm, ich habe den Planeten verlassen. Ich denke, da halte ich mich raus. Wenn du für Fremde nicht lügst, für wen denn dann? MC Muffix lügt für keinen. MC Muffix ist eine ehrliche Seele, ihr müsst es mir glauben. So, da will ich immer noch nicht hin. Da will ich hin. Also, ich vermisse meine Reite mit denen, ging das alles schneller. Aber okay, ja, hier können wir wieder aus. Da müssen wir lang und dann ist alles gut. Hoi, war ein ganz schönes Abenteuer. Was höre ich da grunzen? Was höre ich da grunzen? Ah, da bräuchte ich wieder ein Reittier, um hochzukommen, oder? Ja, ist auch besser so. Das hat sich wieder sehr Ranker-mäßig angehört. Nee, ich bin schon wunschlos glücklich. Ich gehe jetzt einfach wieder in mein Dorf. Komm. Und dann leben wir mal mit Grease. Wir haben jetzt genügend Seitkram gemacht, Max.
Hallo, Schicksal der Jedis, des Ordens, der Menschheit und allen möglichen, Mann. Da müssen wir was tun. So, Gegenstände gefunden, einige. Und dann suchen wir mal kurz den Laden hier. Meditationskammer haben wir hier. Ich will eigentlich hier zu Domos Außenposten. Sind jetzt neue Charaktere und Gespräche verfügbar? Das ist schön. Das ist immer noch da, wo wir nicht rein können. Ja, ich denke mal, diese ganzen Geschäfte werden dann, wenn wir die gewisse Sidequests machen, werden die dann hier ihre Mission bekommen. Okay, da geht's nach unten. Hä? Du bist der Neue, stimmt's? Tut mir leid, das habe ich nicht gehört. Sag das nochmal. Ich habe nichts gesagt. Oh, genau. Das muss dieses Klingeln in meinen Ohren sein. Neulich hat mir eine Rollmine fast den Schädel weggerissen. Direkt neben dem Pfad zur Baggerschlucht ist ein Gebäude. Dort hat mich diese Rollmine fast erwischt. Ich wette die... Verzeihung, bitte. Sehr spannend, aber so viele Rollminen wie mich schon erwischt haben... Da kann ich gar nicht mal mitzählen. Also, Laden. Qualitätsware zu 100% garantiert. Genau. Das ist die... Ich weiß nicht, das sieht doch alle kacke aus. Nein, ich möchte nur den mysteriösen Code haben. Kann ich nichts falsch machen. Alle Verkäufe sind endgültig. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst. Und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Und wie sich das gelohnt hat, meine werten Freunde. Und wie sich das gelohnt hat. Habe ich gerne gemacht. Aber ganz ehrlich, also verkauft uns eine Code, damit wir bei ihr reinkommen und sie beklauen können. Das macht zwar jetzt nicht ganz so viel Sinn, aber nee. Einfach nicht nachfragen. So. Hallo, ich bin's, Cal. Hallo, darf ich rein? Ach so, warte mal. Wir müssen eigentlich hier gar nicht rein, oder? Fällt mir gerade auf, wir müssen ja eigentlich zu Mantis. Aber da stand, dass neue Dialoge da sind und das wäre interessant. Tonnenweise. Sobald was kaputt geht oder die Raiders auftauchen, lassen die Leute alle stehen und liegen. Kobo ist eine Goldmine für Schrottsammler wie uns. Da hast du recht. Einer unserer Gäste hat sie hergebracht. Das ist der Fund des Jahrhunderts. Von 2 Jahrhunderten, um präzise zu sein. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim. Aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben. Und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, ja? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Mal sehen, was wir hier finden. Ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von den Geräten, die ich Ravis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In einem Gebäude in der Mitte. Du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, du gehst dahin, siehst es dir an und was du findest, teilen wir. Halbe, halbe. Mal sehen, Törgel. Ja. Tankstelle schmutzig. Und was kann ich dagegen machen? Das ist ein ganz schön dreckiger Planet, da hilft es auch nicht. Muss ich das jetzt sauber machen, oder ist das jetzt meine neue Aufgabe? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Mantis ist. Nee, alles gut, ich weiß, was ist das? Ah! Ich will erst gar nicht wissen, wie das hierher kommt. Geht, liebe Leute. Na okay. Wenn man sich überlegt, dass diese bullenähnlichen Viecher... Sogar seine Kantina-Sofas mit Potolli-Gewebe ab. Wenn man sich überlegt, dass die Viecher
irgendwelche Haarknäulen raushauen, die stachelig sind, dann weiß ich gar nicht, dann ist das vielleicht gar nicht so eklig, aber so ein Prüriknödel da hinten rauszuhauen, nicht so lecker. Nun gut, da steht die Mitte, ist klar, hier war der Raumhafen, ganz vergessen. So, und dann, wenn es erlaubt ist, heben wir ab und Chris, hoffentlich kommst mit. Ich finde, die Crew muss wieder zurück hier werden. Und ich möchte mit Maren kämpfen, Mann. Hab mich so für die eingesetzt, Mann. Und ihr Planet war die absolute Hölle, Mann. Da will ich schon ein bisschen hier Belohnung dafür haben. Nur einen Eingang finde ich nicht von der Mantis. Daran scheitert's. Jupp. Sehr gut. Ah. Sieh. Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terrelor gefunden? Das ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben. Aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Dagon Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantina. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putolli-Gewebe könntest du mal zaubern. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jedha! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mache noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Willkommen zurück im Osmos und vergiss nicht, dumme mit seltenen Materialien zu besuchen, die du gefunden hast und dich im Dachgarten Samen anzupflanzen. Kel kann mehr neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Außenposten beitragen können. Sie ist Laden freigeschaltet. Sie ist Laden im oberen Geschoss des Pylons ist jetzt zugänglich. Daten des der Hohen Republik, die in der Galaxie gefunden werden, können ausgegeben werden. Dachgarten freigeschaltet. Ah, da kann man die Samen anpflanzen. Oh, da muss ich. Das muss man noch schnell machen. Auf nach Zelda. Okay, und jetzt öffnet sich hier uns auch die Welt. Das ist natürlich das, was
auf was ich gehofft habe und was wir nun auch bekommen. Übrigens, ich heile mich. Wenn wir eh den Planeten verlassen, ist es wurscht. Und das wird natürlich jetzt interessant sein. Ich bin gespannt. Warte mal, Jeddah. Ich muss gerade überlegen, ob ich den Planeten kenne. Oh, ich kenne den Star Wars Planet. Ich kenne mich nicht aus. Wie wär's mit einem Schloss an der Tür? So, warte. Aus der Bahn. Grease hat seinen schönen Stuhl zurückgelassen. So, wo geht es? Sie. Genau. Kerl, wie schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Kerl, ich hoffe, ich bedränge Sie nicht. Aber was ist mit Ihrem Jedi-Meister passiert? Er starb während der Auslöschung. Er gab sein Leben, damit ich fliehen konnte. Vertraue nur der Macht. Das waren seine letzten Worte. Oh, Kerl, das tut mir sehr leid. Es ist sehr lange her. Auch nach 2 Jahrhunderten hält Meisterin Kreeves letzte Anweisung immer noch durch meine Speicherbänke. Wir werden sie nie vergessen. Darum sind sie noch bei uns. Ich glaube, da haben Sie recht. Absorbiere beim Schwinden einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Aha. Erhalte mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Das ist sehr geil, aber das Wichtigste, das werden wir auf jeden Fall machen, ist der Bonus-Slot. Weil das heißt, dass wir zusätzliche Fähigkeiten erhalten können. So. Jetzt würde ich aber trotzdem eigentlich gerne zum Dachabteil hier nach oben. Jetzt ist mir übrigens wieder eingefallen, woher ich Jeddah kenne. Das war der Planet aus Roach One, wo sie Saw Gerrera getroffen haben. Und der dann vom Imperium vernichtet wurde. Ich hoffe, wir finden da keine große lebende Kultur. Also, der Dachgarten, deine Sammelpflanzen und Platzbedarf. Pflanzen gibt es in verschiedenen Größen. Aha, okay, Garten. Ja. Jetzt kommt wieder der Gärtner. Die Bedingungen sind perfekt für einen Garten. Jetzt musst du nur noch wachsen. Mal, wenn wir so viel Samen haben, pflanzt mal alles ein, oder? Also im ersten Teil war das ja nur so, dass man die Grease of the Mantis gegeben hat, damit er glücklich war. Jetzt schauen wir natürlich dann, wie sich das entwickelt dann. Aber freuen wir uns erstmal, dass es überhaupt geht. Und, oh, direkt an Weg zum Mantis. Das haben sie sehr schlau gemacht. So. Jupp. Dass man direkt dahin kommt. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ist es nun an der Zeit, hier die olle Kiste mal wieder hier in die Lüfte zu erheben. Und wir werden natürlich dann den Planeten verlassen, um weiterzureisen nach Jeddah. Boah, wie sieht's aus bei dir? Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja, ist lange her, seit ich sie gesehen habe. Wie fühlt es sich an, wieder auf der Mantis zu sein? Gut. Ich denke drüber nach, einen Burra-Fisch mit Curry zu machen. Die Küche ist in einem besseren Zustand als der Rest des Schiffs, Kleiner. Ja, sie wurde weniger benutzt, nachdem du weg warst. Ich sehe, dass überhaupt keine Gewürze verbraucht wurden. Hast du in den letzten Jahren einmal eine anständige Mahlzeit gekocht? Ich bin als Koch nicht halb so gut wie du, Grease. Und als Pilot vielleicht nur zu 3/4. Sehr freundlich. Aber bei der ersten Gelegenheit mache ich dir eine Portion von Urgroßmutter Pailoons Umbra-Hack. Mein Lieblingsgericht. Kann's kaum erwarten. Ey, mal wieder was Gescheites zu futtern. So, unsere Meditationspunkte brauchen wir aktuell nicht, aber wir können mal... Können nicht schaden. Genau, schauen, ob wir unser Lichtschwert ein bisschen anpassen können. Also. Klinge, wie gesagt, da bleiben wir bei Lila. Lila ist eine gute Farbe. So, Jared Ball, Geduld, Sorgsamkeit... mir gefällt Geduld. Sorgsamkeit. Das sieht gut aus. Der Griff sieht richtig kacke aus. Bringt das eigentlich was? Die Metalle? Achso, okay. Das sind die Primärmetalle. Blau. Nein. Oh, eigentlich hätte ich es gerne schwarz.
So, was haben wir da? Nee, so richtige Schwarz. Boah, das sind doch alles Kackfarben, Mann. Grün. Wir trägt schon ein grünes Lichtschwert oder Kackbraun. Nee. Also, das. Unser hat Kerben. So, sekundär. Ja, das ist halt kein cooles Blau, liebe Leute. Dann machen wir weiß. So. Akzent. Ach, das sind diese Mini-Ringe. Ja, okay. Die sieht man natürlich richtig. Da machen wir auch weiß. Griff. Dann nicht grün, liebe Leute. Wer macht einen grünen Griff, Mann? Ich will damit die Galaxie retten und nicht, weiß ich nicht, Geschmacklosigkeit hier vertreiben. Zustand. Makellos, nein. Gealtert, genau. Also Material haben wir, dann haben wir, okay. Und damit BD1. Nö, BD1 sieht sexy aus. Also BD1 sieht sowas von sexy aus. So gut, Mann. Ich liebe die Animationen, Mann. Die sind so gut. Blop. Aber wir haben auch nicht so viel Ausrüstung, muss man natürlich sagen. Wir haben halt echt überall nur eines. Ja, mehr kann man nicht machen. Okay, Lichtschwert. BD1 ist ready. Wir sind ready. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut. Und nächstes Mal geht dann unser Abenteuer endlich wieder in die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.